Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ghostbusters. Captain McMahon vom 12. sagt, es gab eine massive Störung. Ein echtes Feuerwerk. Und ich habe gerade ein leichtes Déjà-vu. Aber waren da draußen nicht ist zwei Löwen? Das nicht die Bibliothek aus Teil 2? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier sind unsere Fans. Hey, Leute! Wir können aber, glaube ich, nicht zu denen hin, ne? Große Ausschläge. Hey, Kadett, das musst du sehen. Okay, würde ich ja gerne, aber ich kann gerade... Oh je. Yeah. Wow, hey, 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 hey. Doppelte komplett Torso-Animatoren. Los, ihnen nach. Ich konnte jetzt gar nicht... Ich konnte jetzt gar nicht ja. Schade, ich konnte jetzt gar nichts machen. Ich dachte, ich hätte jetzt meinen Strahl hier auspacken können, aber nein. Leider nicht. Okay. Da sind sie. Ein paar Klasse 2 Animatoren. Ich habe sie noch nie als Tandem gesehen. Die sind wirklich aufgeregt. Packs werden eingeschaltet. Ah, genau. Mein Päckchen. Das kann ich nämlich benutzen. Oh, ja, genau. So, PKE-Meter. Ich guck mal eben, ob wir hier irgendwelche Aktivitäten haben. Moment, sieht aber alles gut aus. Und mir ist mal aufgefallen, aber leider erst in der Aufnahme. Unten rechts am Gürtel. Seht ihr das? Ich versuch's jetzt mal. Jetzt hat's gerade geblinkt. Da sieht man immer die aktuellen Geschehnisse. Da kann man so ein bisschen schon mal vorausahnen. Ah, ist jetzt was auf dem PKE-Meter oder nicht? Hier ist jetzt zum Beispiel grün angesagt. Das würde jetzt hier am Gürtel auch so sein. Mal gerade gucken. Genau, und jetzt gehe ich hier vorne wieder hin. Dann wird es wieder rot. Das habe ich nämlich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Da brauche ich nicht immer dann das PKE-Meter direkt rausholen. Da sehe ich direkt, was los ist. Du brauchst nur rausholen. Entschuldigung. Nur rausholen, wenn wir es auch wirklich brauchen. Ja, ist ja im wahren Leben auch so. Da holt man ja Sachen auch nur dann raus, wenn man... Okay. Ich lasse das mal, bitte. So, Hey, er sagte ganz ruhig. Das ist nicht ruhig. Wow. Okay, muss ich die jetzt schon einfangen? Ich bin gerade unsicher. Wie wäre es nächstes Mal mit einer kleinen Warnung, Leute? Hier ist ein Beast Ray. Okay, Winston, überprüf die nächste Tür. Sieh nach, ob er Freunde hat. Einen Spukraum verlassen? Damit habe ich keinerlei Probleme. Hey, Kadett! Um den Schockschlag zu benutzen, muss man dicht rangehen. Der Effekt ist stark, nimmt aber schnell mit der Entfernung ab. Aber sei vorsichtig. Es ist ein Prototyp. Wir vertrauen ihn dir an. Schockstrahl? Der Strahl verlangsamt paranormale Entitäten zeitweilig. Wenn du den Strahl lang genug auf ein Ziel richtest, kann es sogar ganz gestoppt werden. So benutzt man das Teil. Drücke 2, um den Stasestrahl Schockstrahl einzusetzen. Aha. Rechtsklick Stasestrahl, linksklick Schockstrahl. Oh Gott, oh Gott. Ach, guck mal, jetzt habe ich da so lustige Antennen an meinem Dings. Und wenn ich das wieder deaktivieren will, dann gehe ich... Wechseln, Kadett. Ja, ist ja gut. Okay, also mit 1 und 2. Das heißt, ich habe hier oben dann sogar so eine Art, ja, Waffenwechsel dann auf den Nummern. Coole Sache. Okay, nachdem wir jetzt hier der Leuchteman von Antennenhausen sind, bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Weil irgendwie passiert hier noch nicht so wirklich gerade viel. Moment mal, was Ausrüstung ist denn? Wechseln, Kadett. Ja, jetzt sei doch mal still, Ray. Ich möchte mich hier bitte umsehen. So, wo kann ich denn jetzt hier... Wo ist denn der Geist? Ihr seid ja alle irgendwie so ein bisschen lustig, ne? Ach, soll ich den jetzt erstmal benutzen vielleicht? Moment. Ha? Cool, ein Einfrierstrahl. Ein Stasisstrahl. Hat nichts mit Kälte zu tun. Aber der Effekt ist ähnlich. Woher nimmst du nur die Zeit für all diesen Kram, Egan? Ich führe ein Experiment durch, bei dem ich täglich 14 Minuten schlafe. Da bleibt viel Zeit zum Arbeiten. Toll, kann losgehen. Hey, Zubi, meinst du, du wirst mit dem Kleinen da allein fertig? Wir treffen uns dann wieder hier. Ja, dann machen wir das mal. Okay, irgendwo ist hier auf jeden Fall was. Ich gehe nochmal eben drunter. What? Ich habe gerade was gehört, aber irgendwie... Ah, schau an. Hier ist ja richtig was am Start. Oh, was denn hier? Paranormale Substanz. Okay, alles klar. Ist hier sonst noch irgendwas? Gerade ist hier nicht wirklich viel los. Ich glaube, das ist oben alles, oder? Ich denke mal, die Action findet hier oben irgendwo statt. Wo sind die Jungs hin? Wo sind die Jungs hingegangen? Ach, hier vorne wahrscheinlich. Es war noch eine Tür. Warte mal. Ich glaube, hier vorne war noch. Oh, PKE-Meter.
Da unten war ich aber schon. Wahrscheinlich dasselbe wieder. Okay, der ist hier irgendwo reingegangen. Jungs. Ja, okay, gut. Dann muss ich wohl doch nochmal runter. Ich höre nämlich hier irgendwo noch den Kollegen. Wir müssen den wahrscheinlich aus seinem Versteck locken. Ach, guck mal hier. Okay, Gespensterleitfaden aktualisiert. Sehr schön. Ah, okay. Du kannst dich nicht verstecken, Freundchen. Aber ist der hier vielleicht reingegangen? Nee. Der wird hier irgendwo sein. Jetzt habe ich irgendwie auch die Spur verloren. Weil die Jungs sind ja leider weg. Ah, hier ist noch heiß. Zumindest war hier gerade irgendwo was. Ah, in die Richtung. Okay. Ah, hier bist du. Ich höre ihn doch. Ah, ja, na klar, ne? So, wo ist er? Was? Das war's schon? Oh, toll. Ich muss jetzt hier Katz und Maus spielen. Oh, Mann. So, in die Richtung. Okay. Ja, hier nicht. Dann wahrscheinlich hier. Alles klar. Wachsam bleiben. Aufs PKE-Meter achten. Animatoren können sich in allem verstecken. Hey, Mr. Hässlich ist da um die Ecke gesaust. Hä? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber der ist hier irgendwo. Ich frage mich, wo die Jungs jetzt gerade sind. Ah, guck an. Was haben wir denn hier? Sieh mal, es ist der Kadett. Starke Ausstrahlung, aber keine direkte Quelle. Wir sind unserem Typen hier reingefolgt und er ist abgehauen. Ich stelle hier eine sehr starke Anomalie fest. Na, schau an, wer da ist. Da kommt etwas Großes. So, bringt's jetzt hier irgendwas, den neuen Strahl zu benutzen? Ich glaube, das bringt irgendwie gar nichts. Huch, Golem. Oh Mann. Der Buchgolem, das ist ja auch mal geil. Okay, oh, das macht gut Schaden. So, müssen eben mal nachladen. Langsamer machen. Okay, das geht ja. So, langsamer war. Ne, das war der Schock hier, das war der. Ach scheiße, hier muss ich ja auch nachladen. Macht das Ding irgendwie langsam? Das wird gerade nichts mit dem langsamer werden, habe ich das Gefühl. Oh Mann, was überhitzen die schnell. Versuche jetzt hier gerade nochmal den hier, aber irgendwie. Lass sie einfrieren! Wie soll ich das machen? Der reagiert irgendwie gar nicht darauf. Oh, schnell weg. Alter, ich hänge hier fest. Versetze es in Stasis. Ja, bin dabei. Ah, so langsam kommen wir der Sache näher. Er wird immer langsamer. Ich muss nur weiterschießen. Perfekt. Rechts. Ja, Jungs, könnt ihr jetzt auch mal was machen? Achso, scannen. Ja, scannen ist gut. Wunderbar. Ja, Aufwertung kaufen. Jetzt, genau jetzt. So, das verlangsamt den zwar, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich damit nicht allzu viel ausrichte. Okay, ich nehme nochmal die andere Waffe. Oh ja, das macht gut Schaden. Ich muss weg. Okay, Jungs haben mich gerade gegrillt. Wow! Immer weiter auseinanderreißen. Ja, gleich hat. Scheiße, das war nicht so gut. So, jetzt haben wir dich. Freundchen. Alter. Oh, ich bin direkt tot. Das ist aber schön. Was? Ich bin direkt tot? Was zur Hölle ist das denn?
Ich wollte eigentlich nicht raus. Ich hoffe... Ach du Scheiße. Was war denn das jetzt bitte? Ach du Schande. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tut mir leid, das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Aber wir sind ja wieder hier, das ist gut. Okay, mit dem Einfrieren war keine schlechte Idee. Starke Ausstrahlung, aber keine direkte Quelle. Wir sind unserem Typen hier reingefolgt. So, gescannt habe ich dem ja schon, also dürfte ja alles gut sein. Okay, so. Das ist ein gutes Beispiel für einen bidimensionalen Klasse 6. So. Sagte ich schon, dass deine Idee toll war, auf den Balkon zu gehen? Ja, ja. So, ich glaube, ich muss das ein bisschen anders machen. Das war zwar eben ganz gut mit dem... Achso. Boah, das Ding, das heizt sich so schnell auf. Das ist der Hammer. Ja, Vorsicht. Ich muss immer mal aufpassen, dass ich nicht ständig überhitze. So, jetzt wird er langsam. Sehr gut. Oh, jetzt wird er wieder schneller. Das Ding irgendwie langsamer. Oh, das hättest du wohl gerne. Also der Schockstrahl bringt hier irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Aber wir hatten ihn ja eben schon fast, also alles gut. Lass sie einfrieren. Ja, schon dabei. Okay. Ich glaube, jetzt kriegen wir ihn ein bisschen besser down als eben. Ja, yeah, den haben wir gleich. Wunderbar. So, nochmal kurz weg. Den haben wir gleich, den Kollegen. Jetzt geht aber ab hier. Hallo, ich wollte eigentlich... Ah. Langsam, Freundchen. Langsam, langsam, langsam. Der verliert an Kraft. Immer weiter auseinanderreißen. Schon dabei. Na komm! Oh, nicht schon wieder. Die Energie geht von einem einzelnen Fokusobjekt aus. Das Fokusobjekt ist teilweise verbunden. Ja, sehr gut. Boah, der hat mir fast meine ganze Energie abgezogen. Guckt euch das an. Mann, wie viel PK-Energie ist wohl nötig, um so eine Entität zu sammeln und zu animieren? Sehr viel. Sehr viel wütende Energie. Also ich glaube, den Bücherclub könnt ihr hier vergessen. Mann, das wird nichts mehr. Moment, nicht so schnell. Ich sehe hier ein paar große Energieflüsse. Oh ja, hier geht's ganz schön zur Sache. Ja, ja, sie ist es. Eleanor Twitty, die Bibliothekarin. Da ist sie. Wir treffen uns an der Treppenhaustür. Machst du mir mal die Tür auf, Ray? Das wäre irgendwie cool. Da ist sie nach unten. Winston, sieh oben nach, ob das andere Phantom wieder da ist. Roger. Ist hier noch irgendwas? Nee, gut. Geil, die Bibliothekarin, die gab's ja auch im ersten Teil. Ach, guck mal. Ich bin schon wieder gescht, diese Hexe. Stimmt, die haben die im ersten Teil ja nicht eingefangen. Die hat ja nur alle erschreckt und dann ist sie weg. Und dann haben die ja nicht mehr gesehen. Also das heißt, die spukt hier immer noch rum. Die Kollegin. Los, los, los! Ich geh mir da raus und schön still sein. Okay, dann schauen wir. Oh. Feng Shui. Wow, eine voll stabilisierte Levitation. Ich glaube, wir sind ganz nah an was dran. Ray. Hast du etwas? Ich habe etwas genau hier. Ich weiß nicht, was du da empfängst, Igen, aber... Wow! Scannen. Oh, sie stunzt weiter. Das ist sie, die graue Dame. Der erste Geist, den wir je gejagt haben. Mann, ich wünschte, Venkman wäre hier. Das traue ich Venkman nicht zu. Ruhig jetzt. Sie ist sehr nervös. Ich glaube, die mag es nicht, dass wir so viel Krach machen. Wir schneiden ihr den Weg ab. Die Werte sind weit über dem Maximum. Jetzt muss ich neue Skalen machen. Oh Mann, ich bin gespannt. Hier geht's rund. Oha! Wow. Hört mal zu. Die Werte hier sind wie bei einem psychischen Dampfdruck. Hier ist hier lang. Schnell. Wo lang? Feindliche Geister herum. Zwei von denen wir wissen. Okay,
Okay, das ist jetzt hier so das verrückte Labyrinth oder sowas. Sich eine Wand verschiebt. Ah, ich weiß jetzt nur nicht, ob die Bibliothekarin eventuell... Oh! Auf unserer Seite ist. Weil die Geister ja hier eingedrungen sind und sie ja eigentlich hier nur die Bücher bewacht. Ja. Wow. Alter Finne. Temperaturabfall. Gleich gibt's ein Ereignis. Bereithalten. Bis jetzt habe ich hier noch ein paar Bücher. Ich bin im Zeitschriftenarchiv und sehe mir eine Reihe alter Zeitungsausschnitte an. Alle handeln von einem Irren namens Edmund Hoover, auch als der Sammler bekannt. Red weiter. Die Geschichte dieses Typen solltet ihr kennen. Er sammelte seltene Bücher und verführte Eleanor Twitty, die hiesige leitende Bibliothekarin. Die graue Dame? Das vermute ich mal. Nicht gut. Okay, wir kommen hier nicht mehr raus, offensichtlich. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist mit dem Verführen oder nicht. Ist die jetzt auf unserer Seite oder müssen wir die einfangen? Weil ich weiß noch genau... Oh, by the way. Ich weiß leider noch genau, wie die Bibliothekarin ohne ihre Klamotten aussieht. Nicht sonderlich ansehnlich und, tja... Jetzt ist er noch ausgerechnet. Ich hab dich gesehen, Freundchen. Ausgerechnet das Licht ausgefallen. Ey, cool. Ach, hier war doch Winston, oder? Ah, hier können wir wieder was scannen. Eine Messing-Leselampe mit einem grünen Schirm, die sich selbst ein- und ausschaltet. Interessant. Okay. Ah, apropos, ich müsste mal eben gucken. Wir haben ja wieder einiges an Zeug gekriegt, ob ich mir eine Verbesserung kaufen kann. Bauarbeitergeist, hier Ausrüstung. Haben wir schon. So, Sprengstahlrückschlagminderung. Ich hatte doch irgendwas beim letzten Mal, was ich machen wollte. Bosonenschadenimmunität. Ich glaube, das hier war das. Können wir uns sogar leisten. Nämlich, dass, wenn wir so einen Bosonenstrahl abschießen, dass wir dann nicht mehr Schaden nehmen tatsächlich. So, Schockstrahl haben wir ja erst neu bekommen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Bosonenschadenimmunität. Genau, Benutzerschadenreduzierung, Rechtsklick beim Abfeuern eines Sprengstrahls. Das ist super, das nehme ich. So, das hat zwar erstmal jede Menge gekostet, aber wir kriegen ja auch wieder was. So, das war nämlich hier das, ne? Genau. Und jetzt, wenn wir das jetzt abfeuern, hier direkt vor uns. Ja, okay, wir nehmen noch ein bisschen Schaden, aber das ist nicht viel. Freundchen. Na, wie sieht's denn aus? Hey, ich hatte ihn doch schon. Wow. Ich dachte, ich hätte ihn. Falsch gedacht. Weil ich habe ihn komplett runtergeschossen, aber er ist wieder aufgestanden, der kleine Sack. Aha. Okay, hier ist rot. Aber nur kurz. Ah, guck an, die Spuren. Die Spuren verraten dich. Okay, Freunde. Wo ist er? Hier ist definitiv Aktivität zu verzeichnen. Hey, wie steht's bei dir? Ich bin in einer Art dunklem Tunnel. Bewege mich auf ein helles Licht zu. Ah. Klasse Einschwärmer. Nervig, aber explodierbar. Wow, ey. Darauf war ich nicht vorbereitet. Alter. Geht er mit euch? Alter. Was war das denn für eine Aktion? Boah. Okay, da muss ich irgendwas anderes benutzen. Vielleicht sollte ich da mal den Schockstrahl benutzen. Ich probiere das mal hier mit. Okay, hier oben ist alles tot. Gut tot, meine ich. Alles cool bei euch? Wir melden uns dafür vielleicht nochmal bei dir. Hey, wie steht's bei dir? Ich bin in einer Art dunklem Tunnel. Bewege mich auf ein helles Licht zu. Klasse Einschwärmer. Okay, keine Ahnung, ob das was bringt. Probier's einfach mal. Auf jeden Fall nehmen wir gut Schaden dadurch. Boah. Alter, was machen die einen Schaden? Könnte Ärger bedeuten.
Der hat mich erwischt. Ich habe irgendwie das Gefühl, uah. Ja, ja, ich probiere es gerade mal unter in den Griff zu kriegen. Ich helfe dir sofort. Alter, was machen die denn Schaden?